Bei der Demo heute protestiert ein Bündnis von Linken gegen die Sicherheitskonferenz. Einer ihrer Hauptvorwürfe ist, alles ist total intransparent und am Ende geht es eigentlich nur um Waffendeals. Bei den letzten ähnlichen Demonstrationen beim G20-Gipfel ist die Situation ja ziemlich eskaliert. Ich will mir heute anschauen, wie es hier in München ablaufen wird. Hinter mir sieht man jetzt den Bayerischen Hof und die Absperrung. An der ist hier Schluss, außer man hat so einen Spezialausweis. Denn an diesem Wochenende zur Münchner Sicherheitskonferenz treffen sich hier 500 Politiker und Wirtschaftsvertreter, darunter 20 Staats- und Regierungschefs. Und wir wollen jetzt mal rausfinden, ob das da drin wirklich so intransparent ist, wie die Gegner es immer behaupten. 4000 Polizisten riegeln an diesem Wochenende den Bereich um den Bayerischen Hof ab. Als Journalisten müssen wir den Hintereingang benutzen. Unser erstes Ziel, das Foyer. Hier kommen später die Staats- und Regierungschefs an. Während der SIKO finden Dutzende Veranstaltungen statt. Hier treffen Konzernbosse auf Politiker. So wie auf dieser Veranstaltung zum Beispiel. Ausgerichtet von Siemens. Thema Cybersicherheit. Doch dieser offizielle Teil interessiert uns heute nur am Rande. Wir wollen vor allem wissen, wie sieht der inoffizielle Teil aus? Die sogenannten Hinterzimmergespräche. Die finden in den oberen Etagen statt und da versuchen wir jetzt mal hinzukommen. Und zunächst scheint uns auch niemand aufhalten zu wollen. Doch dann fragt uns doch noch jemand, was wir hier zu suchen haben. Wir sind jetzt einfach mal die Treppe hochgegangen, ehrlich gesagt. Dann muss ich Sie leider wieder rausbitten hier aus dem Bereich, weil hier keine Genehmigung ist, wenn Sie nicht jemanden von mit Link begleitet. Okay, sorry. Dann gehen wir wieder. Kurz vor eins am Münchner Stachus. Gleich beginnt die Demo. Demoleiter Franz Haselbeck wird den Zug gleich anführen. Hallo, grüß dich! Er findet, dass die SIKO intransparent ist, nur dazu da, um Waffendeals abzuschließen. Das ist nicht Dialog, was hier stattfindet, sondern es ist letzten Endes ein Treffen derer, die deutsche Militärengagements organisieren. 5000 Leute erwartet er hier, um friedlich für Frieden zu demonstrieren. Die Polizei hat ihm versprochen, sich zurückzuhalten. Was ist, wenn der schwarze Block Krawall macht? Wir gehen schwer davon aus, dass der schwarze Block keinen Krawall machen wird. Wir haben bisher in den ganzen letzten Jahren immer ein hervorragendes Verhältnis mit allen Demonstrationsteilnehmern gehabt. Wir haben eine friedliche Demonstration, wo niemand zu Schaden kommt. Gott sei Dank. Und das ist mein allerwichtigstes Anliegen, dass das auch dieses Mal wieder der Fall ist. Die Demo könnte aber noch an einer ganz anderen Sache scheitern. Zurück im Bayerischen Hof. Wir sind mit einer Vertreterin des Energiekonzerns Shell verabredet. Sie erzählt uns, dass sie seit Jahren an der Sicherheitskonferenz teilnimmt. Das heißt, Sie nehmen auch an so Hinterzimmergesprächen teil? Nein, also wir führen natürlich Gespräche, auch auf dem Flur. Da trifft man alte Bekannte und trifft auch manchmal neue Freunde. Und manchmal weiß man natürlich, dass man Stakeholder auf der Sicherheitskonferenz treffen kann. Und wenn es möglich ist, vereinbaren wir auch dort Gespräche. Würden Sie uns da so rein theoretisch mal zu einem mitnehmen? Ja, das sind manchmal informelle Gespräche, aber sonst gehört zum Gesprächscharakter einfach dazu, dass man sich vertraulich aussprechen kann. Das heißt, kein Hintergrundgespräch für uns heute leider. Nein, da ist heute leider nichts für Sie dabei. Danke und viel Spaß noch. Wir müssen uns was anderes einfallen lassen. Ganz vorne heute im Protestzug die Kurden. Sie wollen die Militärschläge der Türkei im Norden Syriens anprangern. Der Demoleiter befürchtet, dass es zu Auseinandersetzungen mit türkischen Nationalisten kommen könnte. Und? Ansonsten ist es so, dass bestimmte Symbole, eigentlich nahezu alle kurdischen Symbole, verboten sind. Das ist nach wie vor nicht jedem bekannt. Die Polizei könnte Demonstranten abführen oder die Demo aufhalten. Gleich geht's los. Ob ich eine verbotene YPG-Fahne sehen werde? Gelb oder grün sieht sie aus, mit einem roten Stern. Und da ist sie. Die YPG hat dazu beigetragen, den IS aus Syrien zu vertreiben.
wird aber auch mit der verbotenen PKK in Verbindung gebracht. Warum tragen Sie die Fahne, obwohl die verboten ist? Also ich denke, das muss dann zurückstehen, ob das verboten ist oder nicht. So ein Anliegen, gegen den Krieg da zu sein, das muss ja wohl wichtiger sein als so ein Verbot, oder? Ob das die Demo gefährdet? Die Polizei filmt das Ganze. Ich frage beim Pressesprecher nach. Wir müssen immer das Grundrecht abwägen. Auf der einen Seite den Schutz der Versammlung, das Versammlungsrecht, das ist ein sehr hohes Gut. Und auf der anderen Seite das Fehlverhalten Einzelner. Und da schauen wir jetzt erstmal, dass wir das mit Kommunikation hinkriegen. Und alles Weitere schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Die Polizei schreitet erst einmal nicht ein. Ich mache mich auf zum Schwarzen Block, den Antifaschisten. Ob die mit mir reden werden? Wir versuchen nochmal, Kontakt zu verschiedenen Teilnehmern der Sicherheitskonferenz aufzunehmen. Wird uns jemand zum Hinterzimmergespräch mitnehmen? Während wir auf Antworten warten, verabreden wir uns mit Peter Konze von Transparency International. Von ihm wollen wir wissen, ist die Sicherheitskonferenz wirklich so intransparent? Also hier gibt es natürlich jede Menge Gespräche hinter verschlossenen Türen. Was da passiert, weiß ich nicht. Tatsache ist natürlich, dass hier auch viele Firmen sind, wie auch alle großen NGOs vertreten sind, Greenpeace, Amnesty, Transparency. Und es kann durchaus sein, natürlich, dass hier Firmen und Regierungsvertreter Waffengeschäfte machen. Genauso wird aber hinter den verschlossenen Türen über Syrien verhandelt, über Korea verhandelt. Also für uns ist das eine Chance. Und dann muss alles ganz schnell gehen. Denn wir haben soeben einen Anruf erhalten. Wir dürfen jetzt mit zu einem Hinterzimmergespräch. Der Schwarze Block, begleitet von der Polizei. Ich will ins Gespräch kommen. Kann ich dir eine Frage stellen? Die anderen Demonstranten reagieren erst gar nicht. Gleich aber wird sich das ändern. Denn an der Straßenseite entdecke ich jemanden, den ich hier gar nicht erwartet hätte. Den bayerischen Innenminister Joachim Herrmann. Warum schauen Sie sich da die Demonstration überhaupt an? Der Schwarze Block übrigens. Nein, ja, es ist für mich ist ja schon interessant, wie läuft die Demo ab, wie sind die Teilnehmer, mit welchen Parolen wird hier demonstriert, wie läuft das insgesamt ab. Da ist es mir schon wichtig, mir da immer wieder auch ein eigenes Bild vor Ort zu machen. Und dass die Leute jetzt gerade Pfui gerufen haben? Ja, Gott, da sind eine Fülle auch linksextremer Leute mit unterwegs. Und dass die jetzt keine Begeisterung haben, wenn sie den bayerischen Innenminister sehen, das überrascht mich nicht. Hau ab, haben die Demonstranten gerufen. Mehr aber auch nicht. Mittlerweile wissen wir, wir dürfen Entwicklungsminister Gerd Müller bei einem Hinterzimmergespräch begleiten. Er trifft jetzt Siemens-Chef Joe Käser. Worum es bei dem Gespräch geht, wissen wir aber noch nicht. Doch dann, nach den ersten paar Minuten, werden wir wieder hinausgebeten. Wir dürfen zwar erfahren, dass die beiden sich treffen, das Gespräch soll aber im vertraulichen Rahmen stattfinden. Das sei hier immer so, sagt man uns. Wir müssen warten. Und worüber haben Sie jetzt gesprochen? Wir planen ein gemeinsames Ausbildungs- und Trainingszentrum für irakische Jugendliche im Bereich Elektriker, Mechatroniker in Bagdad, in einer irakischen Stadt. Und nun haben wir dieses Thema vertieft. Aber können Sie verstehen, weil Kritiker sagen, das ist intransparent, oder man weiß ja nicht genau, wer trifft sich da mit wem und wer redet über was, dass man da sagt, okay, irgendwie, es könnte kritisch werden? Ja, ein bisschen geheimnisvoll ist es schon, denn man kann Gespräche führen ohne Protokoll und ohne Öffentlichkeit, aber das ermöglicht auch einen informellen Kontakt, Gespräche. Ich glaube schon, dass es gut ist. Und weiter geht's. Nebenan wartet bereits der ägyptische Außenminister. Und auch Joe Käser ist wieder dabei. Was Sie hier gleich zu besprechen haben, wir werden es nicht erfahren. Ziel erreicht, der Marienplatz. Ja, mit einer halben Stunde Verspätung sind wir jetzt angekommen. Mein Eindruck, alles war friedlich.
Aber vielleicht habe ich auch irgendwas nicht mitbekommen. Ich frage den Demoleiter. Ist ja friedlich geblieben, oder? Erstaunlich. Erstaunlich deswegen, weil wir schon davon ausgegangen sind, dass zumindest zum einen von den türkischen Nationalisten vielleicht was kommt. Die Kurden sind unbehelligt geblieben. Aus dem Schwarzen Block gab es jedenfalls keine Probleme für die Polizei. Beziehungsweise andersrum muss man tatsächlich sagen, und da bin ich schon sehr froh, die Polizei war relativ gelassen dieses Mal. Ja. 2200 Leute waren bei der Demo und es gab drei Festnahmen. München, nicht mit Hamburg vergleichbar.